Die grünen Räute. Global denken, lokal handeln. Der Weg ist das Ziel. Bin 50 Jahre alt, habe 4 Kinder, die erwachsen sind, bin verheiratet und arbeite als sozialpädagogische Familienhelferin. Ich kandidiere das dritte Mal jetzt für den Reutener Gemeinderat. Ich sage Ja zu einem lebenswerten Lebensraum in und um Reute. Ich sage Ja zu einem starken Wirtschaftsstandort, insbesondere im Zentrum Reute. Und ich sage Ja zu Plätzen, wo sich Jung und Alt begegnen können. Mein Name ist Helmut Hein, ich bin 42 Jahre, habe 4 Kinder und arbeite als Softwareingenieur. Ich stelle mich der Wahl zum Gemeinderat, weil ich unsere Zukunft in Reute aktiv mitgestalten möchte. Ja zu Miteinander bedeutet für mich nicht nur Diskussionen zum Thema Integration, sondern vielmehr gemeinsame Gespräche mit allen, die sich entschieden haben, hier in Reute zu leben. Verstehen beginnt für mich mit Zuhören lernen. Mein Name ist Barbara Peiler, ich bin 47 Jahre, Tierärztin, verheiratet und habe 2 fast erwachsene Kinder. Als jahrelange Grünwählerin möchte ich jetzt auch in Reute aktiv mitarbeiten. Mir ist der Umweltschutz ein sehr großes Anliegen und ich finde erneuerbare Energie ein sehr wichtiges Thema. Deswegen müssen wir alle technischen Möglichkeiten fördern, damit auch unsere Kinder noch in einem lebenswerten Reute wohnen können. Mein Name ist Ronny Tümmler. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Zerspannungstechniker. Ich kandidiere für den Gemeinderat in Reute, weil ich euch und eure Interessen vertreten möchte. Heuer ist es das erste Mal, dass man ab 16 den Gemeinderat aktiv wählen darf. Bitte geht zur Wahl und verschenkt eure Stimme nicht. Mein Name ist Doris Schratz. Ich bin 50 Jahre alt, Lehrerin und Mutter von 2 Kindern. Ich sage Ja zu einem lebenswerten Reute, weil mir ein respektvolles, friedliches Miteinander wichtig ist. Ich, Walter Bach-Lechner, bin 57 Jahre alt und Arzt und habe eine Praxis mit ganzheitsmedizinischem Schwerpunkt. Ein Ja zu einer glücklichen Zukunft unserer Kinder bedeutet für mich auch ein Ja zu Angeboten, die Paare, Eltern und Erziehende in ihrer Aufgabe unterstützen. Ich heiße Mustafa Türegün. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Ich bin Metallarbeiter. Ich bin auf der grünen Liste, weil ich mit meiner Familie in Reute meine Heimat gefunden habe und mich verstanden fühle. Lütfen 14 Mart'taki seçimlerde sandığa giderek oylarınızı kullanınız. Mein Name ist Claudia Lutz, ich bin 43 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern. Ich arbeite als Flüchtlingsbetreuerin und mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ich sage Ja zum Miteinander, weil eine kulturelle Vielfalt für heute eine wertvolle Bereicherung ist. Ich bin der Michael Schnitzer, 29, Pädagoge. Mir ist wichtig für heute, dass Bildungsräume und kulturelle Räume entstehen,
die an die bisherigen anknüpfen, aber die auch darüber hinausgehen. Und zwar Bildungsräume, in denen sich Jugendliche zu verantwortungsvollen, weltoffenen Bürgern entwickeln. Mein Name ist Karl-Heinz Kurz. Die Grünen sind für mich ehrliche Partner, wenn es um Flüchtlinge und Migranten geht. Integration ist ihnen ein echtes Anliegen. Und ich träume von einem Reute, in dem alle dankbar und friedlich zusammenleben können.